wenn man, also ich mache diese Vorträge jetzt wirklich vor dem Hintergrund der massiven Umweltzerstörung und dem anderen Hintergrund, dass an den Universitäten freies Denken nicht mehr möglich ist. Die Universitäten sind so getaktet, dass einfach freies Denken, das merkt jeder Student da drin, ist nicht mehr möglich ist. Und vor dem Hintergrund der Umweltzerstörung für mich ist die Naturwissenschaft, wie sie heute dasteht, keine Erscheinung, keine Disziplin, die die Welt erklärt, wirklich vorurteilslos erklärt und in aller Tiefe erklärt, sondern nur, die erklärt sie so weit, wie man technische Mittel daraus ziehen kann. Sie hat uns nicht mit der Welt verbündet, sie hat das Reich der Maschinen zwischen uns und die Welt gestellt. Und durch das Reich der Maschinen haben wir einen unendlich maximierten Zugriff auf die Natur, einen unglaublich maximierten Zugriff, aber wir verstehen die Natur nicht. Wir sind nicht Glieder der Natur mehr, sondern wir sind irgendwie ausgeschieden, wir verstehen nicht, was wir tun. Und für mich ist die Naturwissenschaft dasjenige Glied, das wirkt weltweit, unabhängig von allen Kulturen, die es sonst noch gibt, die eigentlich das Verhältnis der Menschheit zur Natur regelt. Und da sie Macken hat, deutliche Macken hat, so reagiert der Kosmos entsprechend. Eine der schlimmsten Macken ist der Naturwissenschaft, dass sie dem Zugriff, dem egoistischen Zugriff der Wirtschaft und Politik offen steht. Das ist so wie die echte Naturwissenschaft wäre eine Welterklärung, die einen für das Innere der Natur oder der Welt begeistert und einen innerlich mitleben lässt, was in der Natur spielt und was in der Natur gilt. Und dann würde man nicht einfach hingehen und sich bedienen, sondern man würde auch mal fragen, ist dir das recht oder was tut dir gut? Das ist eine ganz andere, ja, wenn man eine echte Begegnung hat mit den Dingen. Ja, und dann hat die Wirtschaft keine Möglichkeit, einfach einen zu steuern. Wenn man echt naturwissenschaftlich gestimmt ist, dann kann einen von hinten keiner steuern. Ja, jemand, der seine Bienen liebt, da kann keiner sagen von hinten, nu mach mal, da sagt er, nee, das tut meinen Bienen nicht gut. Ne? Eine echte Naturwissenschaft würde der Wirtschaft gegenüber einen Riegel vorschieben, wo es nicht gut tut. Ganz eine echte Naturwissenschaft, es gibt heute keine. Es ist also wirklich eine Umkehrbewegung, die wir heute machen und die ist ganz einfach, ich werde gar nichts anderes tun, als das Weltbild der Naturwissenschaft, wie es da ist. Es ist wirklich total einfach. Einfach angucken, stimmt's oder stimmt's nicht? Was sind die Tatsachen? Was sagen die Tatsachen? Ist es voraussetzungslos, vorurteilslos? Was sind die Tatsachen im Weltbild der Naturwissenschaft? Und wenn man da nur mit dieser Frage rangeht, fällt das ganze Weltbild der Naturwissenschaft in einem Maße zusammen, dass man staunt. Und das fange ich mal ganz vorsichtig an und ich bin gespannt, wo wir am Ende landen werden. Also ich ahne ja schon, wo es hingeht, aber natürlich, ja. Also ich fange an mit dem Weltbild der Naturwissenschaft, wie es heute da ist. Natürlich, jeder einzelne Naturwissenschaftler sagt, es ist nicht sein Weltbild. Da kommen wir dann gleich drauf. Das Weltbild der Naturwissenschaft fängt damit an, es gab das sogenannte Nichts. Ne? Und aus dem Nichts ist irgendwas entsprungen. Ne? Per Urknall war die Materie da. Ich male das jetzt einfach mal so dahin. Ne? Ja. Ja, und dann war der Kosmos materiell vorhanden irgendwie und hat sich dann immer mehr gegliedert. Erst war vielleicht alles nur Staub und dann gliedert sich das immer mehr und irgendwann gibt es plötzlich Sonnen und Galaxien und was und so weiter und so fort. Und der gliedert sich halt mehr oder weniger auf. Ne? Und dann hat man die materiellen Bällchen und auf einem von diesen materiellen Bällchen war genügend Schlamm und die sogenannte Ursuppe, was immer das ist. Und da hat es dann reingeblitzt oder nicht. Die Vorstellungen sind ja heute ganz verschieden. Es ist nicht nur diese eine Vorstellung, es gibt viele, aber so im Durchschnitt. Dann wurde praktisch aus der Materie, aus einer materiellen Basis, wurde plötzlich das Leben geschlagen. Wenn man das so sagen will, ist das ein zweiter Urknall, der Urknall des Lebendigen. Ne? Das erste war der Urknall der Materie. Ja? Und damit das auch ganz deutlich ist, es dreht sich erstmal nur ums organische Leben, ne? Weil dann gab es nochmal sowas, plötzlich war in diesen Organismen
die dann entstanden sind, die pflanzlicher Natur noch sind. Auch als plötzlich kam es boing, kam plötzlich sowas wie Bewusstsein mit rein. Ne? Und das Bewusstsein möchte ich gleich in zwei Etagen machen. Ich schreibe mal hin seelisches Leben, ne, und sage schon geistiges Leben dazu. Das lege ich nachher noch auseinander. Die Differenzierung ist außerordentlich wichtig. Keinen Namen, wenn man sich fragt, wer hat denn sich das ausgedacht? Ne? Ja, dann guckt man ins Leere. Für dieses Weltbild selber gibt es keinen Lehrstuhl auf der ganzen Welt. Das Interessante an diesem Weltbild ist, wer immer es bedenkt, gilt als Populist. Als Populist. Also wer hier an Einzelpunkten arbeitet, der gilt als ernsthafter Wissenschaftler. Ne? Wer das Weltbild als Ganzes bedenkt, gilt als jemand, der einfach populäre Literatur fürs Volk hinstellt. Ne, weil das ist nicht naturwissenschaftlich. Ja, dieses Weltbild als Ganzes zu betrachten, ist einfach nicht naturwissenschaftliche Arbeit. Ne, das gehört von vornherein raus. Der verliert seinen Lehrstuhl oder mindestens seinen Namen. Ne, es gibt weltweit niemanden, der dieses Weltbild betrachtet. Das ist diese Geschichte. Kritisiert an den Universitäten. Es wird nicht mal erzählt, sondern es wird vorausgesetzt. Also dieses Weltbild wird überhaupt nicht mal, an den Unis würde dieses Weltbild auch nie erzählt. Es wird einfach vorausgesetzt. Das ist eine ganz andere Nummer. Also wir haben mit diesem Weltbild etwas, es gibt keine Entdeckung, die an irgendeiner Stelle irgendwas beweist. Wir haben in diesem Weltbild etwas, was genauso viel Tiefgang mit der Wahrnehmung hat, wie der Hexenwahn im Mittelalter. Das kann man deutlich sagen, dieses Weltbild. Der Hexenwahn im Mittelalter, dieses Weltbild ist eine reine, Steiner würde sagen, Fabel convenue, man kann sagen eine Opinio communis, einfach eine Vorstellung, die irgendwie reingereicht worden ist. Keiner weiß so genau, woher. Ne? Plötzlich hatte die Physik das Sagen. Und weil natürlich alles aus der Physik, die Physik gilt als Grundlagenwissenschaft, was ein völliger Unfug ist, das darf ich auch noch sagen. Die Physik gilt als Grundlagenwissenschaft, ne? Das heißt Biologie und was weiß ich, Psychologie und so weiter, das würde sich alles da drauf aufbauen. Das ist ein völliger Unfug, die Physik als Grundlagenwissenschaft anzubetrachten und zu sagen, das wäre Grundlagenforschung, was zum Beispiel im CERN-Projekt gemacht wird, aus folgendem Grund. Die Physik kann nicht mal sagen, was sie selber tut. Ne? Ein Physiker kann immer nur physikalische Phänomene untersuchen. Aber wenn du fragst, was machst du, was ist denn eigentlich Physik? Ne? Was ist denn Materie? Kann der Physiker nicht sagen. Ne? Was ist denn Physik? Ja, da muss man doch wissen, was ein Mensch tut. Physik ist eine Art, was ist Wissenschaft? Ne? Das ist eine Art, sich mit der Physik, mit Phänomenen auseinanderzusetzen. Ja, das ist eine bestimmte, ja, aber das kommt in der Physik nicht vor. Ein Physiker kann darüber nichts sagen. Ne? Und eine Wissenschaft, die sich selber nicht beschreiben kann oder begreifen kann, als Grundlagenwissenschaft zu bezeichnen, ist ein Irrtum schlechthin. Also wir werden nachher sehen, dass diese Physik die nicht die Grundlagenwissenschaft, sondern die abgeleitetste aller Wissenschaften ist. Ne? Ja, also sie wird zur Grundlagenwissenschaft behauptet und weil das diese Behauptung dasteht, geht dieses Weltbild so los. Ne? In Wirklichkeit wäre eine Grundlagenwissenschaft eine Wissenschaft, damit man sich das mal vorstellen kann, die Physik erklären kann, die Biologie, die Philosophie, die Religionskunde, die alle Wissenschaften erklären kann. Ne? Und erklären kann, wie diese Wissenschaften zu den Weltgebieten stehen. Ja, das müsste sie leisten können, das wäre eine Grundlagenwissenschaft. Und sie müsste sich selbst erklären können. Aber das heißt, das sind Theorien, das sagen wir selber von sich, ne? Ne? Und das ist nicht, und das ist, und diese Wissenschaft, die gibt es genau einmal, die das schafft. Und das heißt, und die ist in Wahrheit und Wissenschaft von Rudolf Steiner. Das kann man deutlich sagen. Das wäre die Wissenschaft, was ist das Erkennen? Das wäre die Frage in dieser Wissenschaft. Nämlich das liegt allen anderen Wissenschaften zugrunde. Und wie liegt das Erkennen, wie verhält sich das in den verschiedenen Weltgebieten, ne, wie verhält sich das zu den verschiedenen Weltgebieten? Ne? In Mathematik,
Da lasse ich Dinge als Wahrheiten gelten, die ich in der Physik nie gelten lassen würde. In der Mathematik, die Winkelsumme ist 180 Grad. Ne? Ich messe nie ein Dreieck nach dafür. Ne? Das lege ich einmal, das erkläre ich mir aus dem Denken und der Grund dafür liegt nur im Denken und nicht in der physikalischen Beobachtung. Ne? Also da würde jeder Physiker sagen, wenn ich so Beweise finden will, dann bin ich in der katholischen Kirche. Ne? Ich sage, ich denke mir das und dann ist es wahr. Klar, in der Mathematik, was ist denn ein Wahrheitsbeweis, was ist ein Beweis in der Mathematik, was ist ein Beweis in der Physik? Das sind völlig verschiedene Dinge. Sehen Sie, und eine echte Grundlagenwissenschaft müsste das zeigen können und dann müsste sie zeigen können, wie die wirkliche Reihenfolge ist, was wirklich und so weiter. Und wie hängen die mit den entsprechenden Weltgebieten zusammen? Ne? Und mit den entsprechenden menschlichen Fähigkeiten. Ja, das und diese Wissenschaft heißt bei Steiner Erkenntniswissenschaft. Was ist das Erkennen? Das liegt überall in den Wissenschaften zugrunde. Und die muss so ausgebildet sein, dass sie sich selbst studieren kann, weil sie auch fragen kann, nicht nur, was ist das Erkennen der Physik, sondern auch, was ist das Erkennen bei mir? Was ist das Erkennen an und für sich? Das ist eine Grundlagenwissenschaft. Alles andere sind keine. Ja, aber wir haben in den Universitäten das Dogma. Das ist die Grundwissenschaft. Moment, die Physik ist die Grundwissenschaft. Und alles andere baut sich darauf auf. Das ist ein Dogma. Und durch dieses Dogma wird dieses Bild beflügelt, aber es wird nirgends diskutiert. Und wir haben es tatsächlich so, dass wir eine doppelte Rechnung haben. In der echten Naturwissenschaft wird mit ganz anderen Gesetzen verfahren als in dem Weltbild. Leben kommt immer aus Leben hervor. Im 16. Jahrhundert von Redi entdeckt, im 17. Jahrhundert von Louis Pasteur bewiesen. Ne? So, diese Geschichte. Es ist Fundamentalsatz in der Biologie schlechthin. Wenn immer man was Lebendiges in die Hand nimmt, geht man davon aus, das hat Elternwesen. Wann immer man was in die Hand nimmt und selbst die ältesten Fossilien, die man findet, da geht man von aus, das hat Elternwesen. Das ist der Fundamentalsatz schlechthin. Ja? Leben, Totes kann jederzeit aus Leben kommen, ist eine Welterfahrung, die ist nicht zu überbieten. Ne? So einfach. Ne? Aus Totem kann es nicht zum Leben kommen, ist eine Welterfahrung, die wir haben. Ja? Der Satz, aus Totem kann es zu Leben kommen, war im Mittelalter allgemein. Da hat man gesagt, wenn ein bisschen Matsch da ist und kurz danach kommen da die Würmer raus. Ne? Da sieht man, der liebe Gott hat den Schöpfungsakt hier aus der Matsch wieder vollzogen. Ne? Da hat der Redi gesagt, das geht nicht. In dem Moment hat er Ärger gekriegt, ohne Ende mit der Inquisition. Er musste fliehen, weil er natürlich die göttliche Schöpfungskraft in der Matsch außer Kraft gesetzt hat. Ne? Dieser Kampf wurde gefochten und er ist entschieden für den Satz, Leben kommt immer aus Leben hervor. Aber im Weltbild konfiguriert er weiter. Ich sage immer, das sind nur Sätze, aus dem Mittelalter, die im Weltbild nach hinten geschoben worden sind. Mehr nicht. Ne? Dieses Weltbild hat keinen Namen, keinen Lehrstuhl, nichts. Ist der Hammer. Und kein Bewusstsein darüber. Wer darüber schreibt, einer, der sehr viel darüber geschrieben hat und dafür darüber gelehrt hat, noch Filme gedreht hat, war der Holmer von Ditfurth. Der war ursprünglich Neurologe und der war auch Operateur auf dem Sektor und alles. Der war hochgebildet. Und der hätte noch was werden können, ja, das muss man ganz vorsichtig sagen. Da hat er angefangen, sich mit dem Weltbild zu beschaffen und dann beschäftigen, dann galt er als Populist. War aus der Wissenschaftsgemeinschaft ausgeschieden und galt dann nur noch was in der Bild-Zeitung oder bei den Verlagen, ne, DTV oder wer immer ihn gedruckt hat. Ne. Da galt er dann als Belehrer der Öffentlichkeit über dieses Weltbild. Ne. So. Aber er hat seinen Namen als Forscher verloren. So. Ja. Das ist so eigentlich mal so eine Sache, die heute ziemlich übersehen wird, dass dieses Weltbild gar kein naturwissenschaftliches Weltbild ist. Naturwissenschaftliches Weltbild hieße ein aus Entdeckungen gewonnenes Weltbild. An jeder Stelle müsste eine Entdeckung sein. Und es ist an keiner Stelle eine Entdeckung. Nur die Gegenstücke sind alle gefunden. Ne? Dieses Weltbild lebt in der Geistigkeit der ganzen Welt, das ist ja das Schreckliche, überall, wo Naturwissenschaft getrieben wird, lebt das wie ein Zwangsgedanke. Wie der katholische, was weiß ich, Mittelpunktswahn,
im Mittelalter oder so. Ne? Also wie ein Zwangsgedanke, und zwar ein unhinterfragter und unhinterfragbarer Zwangsgedanke, lebt er da. Einfach so, still vor sich hin. Die Forscher machen Einzelentdeckungen, und das allgemeine Bewusstsein gliedert jede Einzelentdeckung in dieses Weltbild gleich ein. Ja, so kann man das ganz vorsichtig sagen. Und in der wirklichen Forschung herrschen ganz andere Gesetze. Und ich will nach einer kleinen Pause versuchen, aus den wirklichen Entdeckungen ein Weltbild zu holen. Das ist ja die Aufgabe, die offen steht. Ja? Also die erste Analyse, die schon halb Nobelpreisträchtig wäre, überhaupt mal zu sagen, das ist gar kein Weltbild. Ja? Also ist das klar? Das ist schon, wäre schon eine gute Analyse, wenn das mal einer irgendwo hinschreibt. Das gibt es gar nicht hier. Ja? Das ist ein Zwangsgedanke. Und die ganzen Nobelpreise sind Folgen eines, das ist der Wille, die Welt so zu erklären, aber nicht die Entdeckung, dass die Welt so ist. Das ist was völlig anderes. Ne? Also wenn man das mal geklärt hat und jetzt dass in der Naturwissenschaft zwei Gesetzlichkeiten wirken. Also unsere Physiker gucken immer nur da oben und der untere Mensch ist nicht ergriffen. Ne? Und deswegen kann man den unteren Menschen, deswegen ist die Physik Grundlagenwissenschaft. Den unteren Menschen kann man immer von hinten leiten. Wissen Sie, wie was heute Naturwissenschaft ist, damit man mal das deutlich sieht? Also das ist aber jetzt, bevor ich aufs Thema gehe. Damit man mal richtig sieht, was Naturwissenschaft ist, das glaubt man nicht. Wissen Sie, wenn das die Naturwissenschaft ist, ne? Die Naturwissenschaft ist eine Wissenschaft, die unglaublich viele wichtige Sachen erforschen kann, aber nicht sich selbst. Weil Naturwissenschaft ist kein physikalisches Objekt. Ne? Da kann man keine Säure drauf gießen, da kann man keine Längenmessen dran machen. An der Naturwissenschaft, ist das klar? Um sich selber zu erforschen, braucht sie die Philosophie, was immer das heute ist. Das muss man ganz vorsichtig sagen. Ne? Klar, die Philosophie ist der Selbsterkenntnispol der Naturwissenschaft. Um forschen zu können, wie die Naturwissenschaft heute ist, die ist wahnsinnig teuer. Ne? Also so mit einem kleinen Heimlabor für 23,70 Euro, da kommt man nicht weit. Klar, braucht sie im Hintergrund Wirtschaft und Politik. Ne? Nämlich die sagen, ja, wie heißt das Ding heute? Das ist die Deutsche Wissenschaftsgemeinschaft oder wie heißt das? Forschungsgesellschaft oder wie die Dinger alle heißen. Ne? Da gibt es lauter so Dinger, die gucken dann, ob es passt und geben die entsprechenden Gelder raus. Ne? Klar, hier haben wir gewissermaßen den Selbsterkenntnispol nach außen gelegt und hier haben wir den Willenspol nach außen gelegt. Die Naturwissenschaft selbst kann überhaupt nichts wollen. Das muss man nämlich auch mal deutlich sagen. Wenn ich eine Säure auf eine Base gegossen habe und da ist dann Salz da, dann sage ich, gut, das war's. Ja? Ich als Mensch nur kann sagen, mich interessiert es weiter. Ne? Als dahinterstehender Mensch. Ja? Was kann man noch erforschen? Ja? In der Naturwissenschaft sind die Dinge vollständig gelöst, wenn ich sage, bums, das kommt dabei raus, Erkenntnis ist da und fertig. Also die Impulse müssen immer irgendwo von hinten kommen. Ja? Die Naturwissenschaft, wie sie heute ist, kommt durch Wissenschaft und Politik. Ne? Jetzt muss man hier sagen, der hier ist völlig hirnlos. Also wenn man heute die Philosophie betrachtet, die Philosophie begreift, also ich will es jetzt nicht, also die Philosophie heute ist nicht das, wo man denkt, das sind die wichtigen Themen, die heute laufen. Ne? Ja, so, ganz vorsichtig gesagt, ja. Also mindestens die akademische Philosophie. Und die andere kriegen wir gar nicht mit, die wird nämlich erst gar nicht gedruckt. Ne? So ungefähr. Ne? So. Also da ist heute eine unglaubliche Schwäche drin in dem Gebiet. Da ist die Stärke heute. Ne? Und da ist eine Stärke. Und weil da die Stärke ist, ist da eine Stärke. Ne? Und diese Stärke, die hier ist, das ist der absolut ungebremste Egoismuspol. Das muss man ganz deutlich sagen. Während hier, ich will mal sagen, ein Selbsterkenntnispol veranlagt wäre, aber der fast nichts mehr zu sagen hat, ne? Und der da auch gar nicht wirklich reinwirken kann, weil was Naturwissenschaft ist, bestimmen die. Der kann nur noch kommentieren. Wenn der anderer Meinung ist und die finanzieren aber nur das eine, dann passiert nur das eine. Ist das klar? Das hier ist der ungebremste Egoismuspol. Und da kriegt die ihre. Und da nun aus diesem Pol alles erforscht werden kann, bis dahin, wie viele Juden passen in einen Aschenbecher.
Also man kann aus diesem Pol, da gibt es ja gar keine Moral, sondern da gibt es nur, ne, da kann man Schweinegene mit Menschengenen vermischen und gucken, was kommt dabei raus und weiß der Kuckuck, was man da machen kann. Ne, da ist alles möglich auf diesem Sektor. Diese Philosophie hat sowieso, und weil da gibt es dann hier etwas, das nennt sich die Ethikkommission. Ne, die soll es dann bremsen. Wir haben hier das Seelische, also Denken, Fühlen und Wollen. Nein, Denken, Fühlen, die Ethikkommission ist Fühlen und Wollen, völlig auseinandergebrochen. Ist das klar? Und in der Ethikkommission, da treffen sich die Vertreter aller abgelebten Weltanschauungen, die sie überhaupt treffen können, und bringen dabei was raus, was keiner wollte. Ein Kompromiss ist immer genau das. Die ganze Politik besteht daraus. Ne? Ja, einer will was, der andere will nicht. Und dann einigt man sich auf etwas, was so ist, dass es eigentlich keiner wollte. Ja, das ist, ja, und was hier rauskommt, ja, und die werden natürlich ja noch ordentlich gesahnt, das ist noch eine andere Geschichte, damit sie dann doch mal irgendwie die Klappen fallen lassen, damit hier vorne was losgehen kann, ne? Ja, so, das ist das Ding. Und jetzt möchte ich einfach ein Bild machen, damit man ganz klar sieht, was die Naturwissenschaft ist. Ja, in der äußeren Welt steht die Naturwissenschaft da als die Erklärerin der Welt, ne? Und alles drum und dran, ne? Da die ja behaupten, der Kosmos hat keinen Sinn, der ist durch einen Zufall ins Leben, ist das ist die große No-Sense-Bewegung. Ziemlich laut und gut bezahlt, diese No-Sense-Bewegung. Wir hatten mal sowas, dann gab es so Punker, ne, und die haben da rumgesessen und hatten hinten drauf stehen No-Future. Ne? Und die waren schlecht bezahlt und waren ziemlich still. Ne? Ja. Klar, das ist, und die sind wirklich das Gegenstück von denen. Die sind gut gekleidet, fahren zu tollen Kongressen oder fliegen zu Kongressen und weiß der Kuckuck was alles und lassen sich prämieren ohne Ende. Und das ist die hochbezahlte, großplappernde No-Sense-Bewegung. Das darf man deutlich einfach mal sagen. Ne? Und dann gab es diese andere Bewegung, diese absolut schweigende, destruktive, genauso destruktiv wie die andere. No-Future-Bewegung, aber aus Enttäuschung. Und die finden es noch toll. Das ist eine andere Geschichte. So, jetzt haben wir hier diese Naturwissenschaft, wie sie wirklich ist. Es gibt eine Autorin, die steht auch auf der Liste, eine gewisse Zohar. Ich stehe als Letzte auf der Liste, weil sie Zohar heißt. Und die zitiert eine Szene aus Alice hinter den Spiegeln. Alice im Wunderland kennen die meisten. Alice hinter dem Spiegel ist die etwas anspruchsvollere Fortsetzung, die bei uns in Deutschland wenig Anklang gefunden hat. Und da gibt es eine Szene, wo die Alice zu der Weißen Königin sagt, aber das ist ja unglaublich. Und die Weiße Königin sagt, mein Kind, du scheinst darin keine Übung zu haben. Das muss man trainieren, unglaubliche Dinge zu glauben. Als ich in deinem Alter war, habe ich fleißig trainiert und manchmal schaffte ich es noch vor dem Frühstück, 6 unglaubliche Dinge zu glauben. Ich lade Sie ein, die unglaublichen Dinge nicht unbedingt zu glauben, aber zumindest für theoretisch durchdenkbar zu halten. Und die meisten Menschen haben panische Angst davor, einen Gedanken überhaupt nur durchzudenken, der nicht in ihr Weltbild hineinpasst. Diese Frau Zohar hat gesagt, wenn die Quantenphysik feststellt, dass alles mit allem verbunden ist, das ist eine der Aussagen aus der Quantenphysik, dann kommen wir uns albern vor, und das mögen wir nicht. Die Idee, dass die Distanz, zum Beispiel zu meinen Mitmenschen, die Idee, dass die Distanz unreal sein könnte, macht uns Angst. Sie ist verrückt, weggerückt von der Norm, verrückt, unglaublich und scheint unmöglich. Aber nur, weil wir unfähig sind, so zu denken. Und dann gab es einen amerikanischen, oder gibt es Mediziner namens Bernie Siegel, der festgestellt hat, dass Menschen ihren Überzeugungen regelrecht verfallen sind. Zitat: Wenn man jemanden von seiner Überzeugung abzubringen versucht, verhält er sich wie ein Süchtiger. Ist das ein interessanter Gedanke? Fand ich spitze. Deswegen hat Max Planck ja gesagt, Max Planck hat ja den Steinen des Anstoßes ins Rollen gebracht mit der Quantenphysik, als er festgestellt hat, dass die Dinge in Quanten daherkommen, also nicht kontinuierlich. Zum Beispiel, wenn Sie Fieber messen, dann geht die Quecksilbersäule kontinuierlich von Millimeter zu Millimeter auf dieser Quecksilbersäule. Wenn Sie aber in Geld dealen,
dann kann das kleinste Geldstück ein Pfennig sein. Sie können niemandem einen halben Pfennig geben, zumindest nicht, dass er noch Kaufkraft besitzt. Und so ähnlich ist es mit der Energie auch, sie ist gequantelt. Und Quantum heißt wie viel, und darum nannte er das ein Quantum, weil er gesagt hat, es geht um die Wievielheit, die er dann später auch ausgerechnet hat. Und Max Planck hatte also große Probleme damit, mit den anderen, die das alles unmöglich fanden, weil die meinten noch, die Welt sei, dies sei ganz graduell mit allen Sachen. Und da hat er gesagt, neue Paradigmen in der Wissenschaft setzen sich nicht etwa durch, weil die alten Gläubigen an die alten Paradigmen etwa fähig wären, über Unmögliches nachzudenken, sondern wenn die Alten dann aussterben, haben die neuen Paradigmen eine Chance. Deswegen möchte ich Sie bitten, den heutigen Vortrag zu genießen in einer inneren Einstellung, die ein gewisser Huxley, nicht der Aldous und nicht der Julian, ein anderer Huxley, T.H. Huxley, kenne ich weiter nicht, der wurde irgendwo zitiert, und der hat gesagt, setz dich hin vor die Tatsachen, wie ein kleines Kind. Sei bereit, alle vorgefassten Meinungen aufzugeben, denn sonst erfährst du nichts. Niels Bohr hat gesagt, wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, der hat sie sowieso nicht verstanden. Einstein war so schockiert, dass er, der ja den Stein des Anstoßes mitgegeben hatte, bis zu seinem Lebensende versucht hat zu beweisen, dass die Quantentheorie eine unvollständige Erklärung ist, weil Einstein war eigentlich ein Newton-Anhänger und hat gemeint, dass er das newtonische Weltbild nur ein bisschen verbessert im Detail. Er war überhaupt nicht drauf aus, es zu kippen. Und Richard Feynman, auch, das sind lauter Nobelpreisträger, das sind alles ganz tolle Leute, der hat gesagt, es gab einmal eine Zeit, da schrieben die Zeitungen, nur 12 Menschen verstünden die Relativitätstheorie. Ich glaube nicht, dass es je eine solche Zeit gegeben hat. Es könnte eine Zeit gegeben haben, als nur ein Mann sie verstand, nämlich Albert Einstein, bevor er seine Arbeit schrieb. Später verstanden viele Menschen die Relativitätstheorie auf die eine oder andere Weise, sicherlich mehr als 12. Andererseits glaube ich mit Sicherheit sagen zu können, dass niemand die Quantenmechanik versteht. Jetzt stellen Sie sich vor, als der Mensch noch auf einer flachen Scheibe lebte, hatte er verdammt sicheren Boden unter den Füßen. Und dann kam die Erde ins Mittelpunkt und diese Dinger sausten drumherum, aber die Erde war noch einigermaßen fest. Man wusste zwar nicht ganz, wie das auf der anderen Erdkugel sein soll, ob die Leute im Kopf nach unten hängen, aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, den sicheren Boden unter den Füßen zu haben. Dann wanderte die Erde als Planet um die Sonne. Es ist unvorstellbar, dass wir mit einer Affengeschwindigkeit sowohl um die Sonne gehen, als auch uns selber drehen. Wenn wir uns das vorstellen, wird uns schwindelig. Deswegen vergessen wir das am besten und tun immer so, als sei das Ganze eine feste Geschichte. Aber wissenschaftlich, das Weltbild war noch fest, nämlich die kleinen harten Kügelchen, und jeder weiß, Materie ist hart, wenn Sie im Kopf durch die Wand wollen, spätestens dann merken Sie, es ist wirklich so. Wir reden hier nicht von Philosophie.